im Rausch des Wahnsinns. Mittlerweile dürften wohl den meisten aufgefallen sein, dass mit unserem gesamten Konsum etwas nicht stimmt. Da braucht man keine besonderen Qualifikationen zu haben, um das beurteilen zu können. Die Menschen, um es genauer auszudrücken, diejenigen, die die Möglichkeiten und Mittel dafür haben, befinden sich in einem Rausch im sogenannten Konsumwahn. Und um es an dieser Stelle festzuhalten, dieser ist nicht zu unterschätzen. Weitgehend hat er eine solche Tragweite für unsere Welt und unseren Planeten, dass er uns selbst in Gefahr bringt und alles Bisherige in den Schatten stellt, was es bisher in der Menschheitsgeschichte jemals gab. Du findest, ich übertreibe? Dann ist dir die Gier, Sucht und das Verhalten dieses Wahns noch nicht bewusst. Abgesehen von jedem Einzelnen von uns, der im Konsum dieses Muster treffen kann, muss man das auch noch auf die Wirtschaft hochrechnen, die ebenfalls davon betroffen ist. Nun denke ich, wird einiges klarer, oder? Wir sind von ganzen Rohstoffen mittlerweile vollkommen abhängig. Sollten Lieferungen wie Öl, seltene Erde, Sand, Lebensmittel etc. ausfallen, brechen Teile der Infrastruktur zusammen. Strom beispielsweise. Kein Haushalt kann mehr ohne ihn aushalten und trotzdem bauen wir nach wie vor auf Einspeisungen durch riesige Netzstrukturen, anstatt autarke, stabilere Systeme aufzubauen. Wir leben viel zu teuer und unüberlegt. Wir handeln oft ohne Sinn und Verstand. Aber was können wir tun? Wir können vorsorgen, den Lebensstil so ändern, wie wir ihn für richtig halten, wenn wir das wollen. Ein Zwang soll natürlich nicht bestehen, darf es auch nicht. Jeder sollte in der Lage sein, für sich selbst abzuschätzen. Woher kommen meine Produkte? Was bringen diese Produkte? Steht der Preis für die Qualität? Jeder kann überlegen und in diese Bewegung gute, neue Vorschläge einbringen. Für eine bessere Zukunft, bessere Systeme und vor allem auch für Neues. Denn wir alle sind gemeinsam die Zukunft.